So, dann haben wir Linux 3. Ich betone es extra, denn Linux 3 hat in ihrem und seinem Namen gefühlte 10 Es drin. So, und Linux 3 hat gefragt oder geschrieben FPS Fragezeichen. Frames per Second. Ja, ich weiß, was FPS ist. Meinst du meine? Warte, ich zeig's dir. 64. Ich lasse mal offen. Dann siehst du mal, wie es aktuell ist. Also FPS-Probleme habe ich gar keine. Läuft alles sehr rund. Also um die 60 FPS. Kein Geruckel, kein Gezuppel. Sollte es im Stream jetzt ein bisschen laggen, dann liegt das eher so am Internet. Eventuell bei euch. Aber weniger an der Performance meines Rechners. Also hier seht ihr alles recht stabil. 60 FPS. Performance-mäßig bin ich recht zufrieden damit. So, dann kann ich ja kurz zeigen, was für eine Grafikkarte ich habe hier. Eine Nvidia GeForce GTX 780 Ti. Wobei, das ist dann auch bald die Vergangenheit. Ich kriege immer halt jetzt im Laufe der nächsten Woche einen komplett neuen Rechner. Das ist dann auch wieder eine ganz andere Liga. Ich bin auch da gespannt, ob dann da wesentlich mehr FPS dann ich rausgedrückt bekomme. Aber wieder zumindest bin ich auch mit dem aktuellen Setup zufrieden. So. Dann haben wir es auch geritzt. Dann würde ich sagen, ich baue jetzt nochmal kurz. Ja, geh weg, du Mob. Ich baue jetzt hier noch was ab kurz beim Bäumchen. Und dann werden wir auch den Livestream, glaube ich, mal so langsam wieder ausklingen lassen. Wie gesagt, der Plan war jetzt gewesen, nicht hier irgendwie 6 Stunden zu streamen. Der Plan war es gewesen, um die 2 Stunden zu streamen, einen kurzen Überblick zu geben, wie unser Fortschritt ist, wie unser Masterplan ist und um uns mit euch austauschen zu können. Wie eure Erfahrungen aktuell sind, eure Erwartungshaltung, euer Masterplan, wie ihr levelt. Und das war mir jetzt oder uns mal wichtig, auch mal mit euch zu besprechen. Wir werden natürlich in der Zukunft sicherlich noch eine Menge Zeit haben, das auch zu weiteren Livestreams zu thematisieren. Und wie ich es auch schon angekündigt habe, die Livestreams werden auf jeden Fall spontan weiter in der Zukunft erfolgen. Also dort folgt mir auf jeden Fall auf meinem Twitch-Account SeedMovie oder über Twitter SeedMovieGaming, um auch dort mit up-to-date zu sein, sollte ein Livestream stattfinden. So. Passt. So, Climax fragt dann noch, find nur den Rohhanf. Aber wo sind die Bäume? Naja, bei mir sind die Bäume. Oben. Da, wo ich gerade bin. Da bin ich schon die letzte Viertelstunde am Rumhacken. All die Bäumchen findest du hier oben im Ostend Mischwald. Und das Rohhanf-Zeug, was du meinst, das ist eher so hier am Wasser gelegen. Bei Velodia. Da ist das Hanfzeug. Und im Ostend Mischwald findest du die Bäumchen zu abholzen. Climax, an der Stelle kann ich auch den Tipp geben, sollte schon Level 61 sein. Schau mal beim Krämer vorbei in Ralks Wacht. Ich zeige es kurz auf der Karte. So ein kleiner Geheimtipp für euch, ne? Ich kann mich auch mal hinteleportieren. Denn das wissen viele noch gar nicht. So, ich teleportiere mich mal kurz dorthin und zeige ich euch, was ich meine. Denn man kann nämlich recht kostengünstig sich ein Sammlerset kaufen. Für die Leute, die nicht ganz aktuell sind. Und auch für einen Handwerker kann man sich direkt schon ein Einsteiger-Set kaufen. Beim Krämer. Da zeige ich mal kurz. So. Hier wird nämlich einen Krämer. Den könnt ihr anquatschen. Also schaut auf jeden Fall nicht im Auktionshaus. Da sind überteuerte Preise, was das betrifft. Also hier bei den Koordinaten X12, Y11 in Ralkswacht findet ihr hier so eine Krämerin. Und bei der könnt ihr euch kostengünstig hier Rüstung für einen Sammler oder Handwerker kaufen. Da seht ihr es. Ist recht günstig. Um die 14.000 bis 25.000 Gil kostet ein Set oder ein Item. Und das ist halt schon Gegenstandsstufe 180 und in den meisten Fällen schon wesentlich besser als das, was ihr jetzt aktuell vielleicht noch habt von Storm oder von Heavensward. Kauft euch auf jeden Fall. Und das könnt ihr ab Stufe 61 anlegen. Also kleiner Tipp noch für dich, Climax. Also, oder auch für den Rest vom Fest, der gerade am Start ist. Also wenn ihr Handwerker habt, die ihr hochziehen wollt, oder Sammler, dann schaut hier bei dem Krämer vorbei. Hier als Handwerker gibt es auch nochmal hier ein separates Set. Gut, dann würde ich sagen, ich werde mich dorthin positionieren, wo ich auch den Livestream gestartet habe. Wie gesagt, ein bisschen schade, dass die Jelly, meine nette Weggefährtin,
Meine Freundin hier, die mich jetzt schon seit längerer Zeit begleitet, meine gute Freundin, die hat ja anscheinend dauerhaft Internetprobleme. Die konnte leider nicht allzu sehr zu Wort kommen, aber vielleicht später einmal wieder. Und dann würde ich mal sagen, wir lassen den Abend, oder den Abend, den Livestream erstmal hier so weit ausklingen. Ich habe soweit alles mal vorgetragen, weil ich vortragen wollte und mit euch besprechen wollte. Und fragt mal, Meditus, habe ich was verpasst oder was vergessen oder ist alles im grünen Bereich? Nö, ich denke, es ist alles im grünen Bereich. Chili hat sich übrigens übers Handy noch gemeldet und lässt alle noch schön grüßen. Und es tut ihr sehr leid, dass sie mit dem Internet so Probleme hat, aber vielleicht kann sie ein andermal wieder dabei sein. Ja, stimmt. Genau. Also liebe Grüße von der Jelly. Und es wird nicht das letzte Mal sein. Und da schreien schon gerade die ersten Leute. Meine Güte, ihr habt recht. Cyborg und Gizmi schreiben gerade im Chat hier. Gruppenfoto! Stimmt. Leute, Leute. Da habe ich schon seit 4 Wochen keinen Livestream gemacht und schon vergesse ich hier die Routine und das Notwendige. Das heißt, wir machen natürlich noch ein Gruppenfoto. Und zwar hier, wo ich gerade stehe. Wo gerade die Sonne aufgeht. Das ist auch ein schöner Anblick, oder? Warte, aber da können wir noch ein bisschen hier rüber gehen. Dann sehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr vom Hintergrund. Oder wie machen wir das? Warte mal. Kommt mal mit. Wir suchen uns. Oder warte, wir machen was ganz Cooles. Man kann jetzt schwimmen. Wir machen ein cooles Thumbnail, wo wir alle im Wasser liegen. Das machen wir jetzt. So, komm mal her. Wir gehen mal hier hin, schwimmen mal hinterher. Und dann machen wir ein Wassergruppenfoto. Das haben wir bis jetzt noch nie gehabt. So, das machen wir jetzt hier. So, dafür müssen wir uns mal. Warte, warte. Wie ging das nochmal? Habe ich jetzt nur einmal gemacht. Toter Mann war das, glaube ich, oder? Genau. Also, wir machen jetzt hier mal so ein Gruppenfoto im Wasser. Toter Mann. Ralks Wacht werden wir das jetzt machen. Koordinaten X11, Y9. Das sieht doch ein bisschen cool aus dann. Dann können wir uns mal hier alle so tot hinlegen. Das machen wir. Und für die Leute, die nicht wissen, was ein Gruppenfoto ist, erwähne ich es auch nochmal kurz. Für die Leute, die auf dem Server Shiva spielen, die sind recht herzlich eingeladen, halt bei diesem Gruppenfoto dabei zu sein, ihren Charakter zu präsentieren, denn es wird später für meine YouTube-Folgen wird es Thumbnails geben. Ja, mit Hilfe dieses Gruppenfotos. Das heißt, jede Folge auf meinem YouTube-Kanal wird dann mit diesem Screenshot, sprich Thumbnail, versehen. Das ist eine geile Idee. Wir machen jetzt hier alle Totstellen-Emote und daraus schnibbel ich mir dann ein Gruppenfoto. Für YouTube. So, und Chip Monkey hat geschrieben, muss los, aber hat ein Follow dagelassen. War sehr nett hier. Danke und schönen Tag noch. Danke fürs Dabeisein. Und ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende und eventuell bis zum nächsten Mal, wenn du möchtest. Chip Monk Jim. Lass dir gut gehen. Alles Gute. So. Gut. Melli, kommst du auch vorbei oder bist du gerade busy? Ich bin hier gerade bei einem Boss-Fate, den möchte ich jetzt im Moment nicht abbrechen, weil ich war vorher schon bei dem anderen Boss-Fate und habe so eine Musikrolle bekommen. Musikrolle? Heißt das Musikrolle? Eine Notenrolle heißt das Ding. Ja, danke schön. Und ich bin gespannt, vielleicht kriegt man hier auch was, aber ich bin in einer Minute da. Ja, gut. Wir machen es gemütlich hier im Wasser. Also, wie gesagt, für die Leute vom Server Shiva sind recht herzlich eingeladen. Wichtig ist hierbei natürlich nur, viele Leute wissen es natürlich schon. Wichtig ist jetzt hier, ich richte mich mal so aus, dass ihr euch eher hier in dem Bereich hinlegt und schwimmt, wo was frei ist. Also links muss frei bleiben, da wo die Emotes gerade sind und die Karte, da darf keiner liegen. Aber sonst darf hier überall jemand liegen. Also hier so rechts rum, so bleibt es halt. Legt euch hin, stellt euch tot, macht es euch gemütlich. Das machen wir jetzt noch. Na, ich weiß, die Twitch-Verzögerung, das ist ein bisschen schwierig, aber da kriegen wir schon hin. So. Und man kann sich, wie gesagt, mit dem Emote Toter Mann, das findet ihr unter Spezial-Emotes, kann man sich hier im Wasser jetzt hinlegen. Also Toter Mann bitte auswählen und gemütlich machen. So. Das heißt, wir können jetzt hier. Wir können so quer hier vielleicht auch noch einen hinlegen, oder? Wer ist noch nicht tot? Also, das Tier ist noch nicht tot. Wir müssen uns hier alle gleich positionieren. Also, Killers Tier noch einmal Toter Mann-Emote hier machen. Oh, das sieht schön aus. Falls noch Gil Das sieht schon sehr lustig aus. Falls noch Gildenleute habt oder Freunde hier in-game, kommt, schippert die mal ran. Dann machen wir so ein kleines
Badeparadies hier. Das wäre lustig. Ja, komm, wir warten mal, vielleicht kommt noch mehr. Das ist hier Badespaß für Fortgeschrittene. So. Herrlich, herrlich, herrlich. Warte mal, vielleicht im Chat hier. Vielleicht haben noch Leute, die auch kommen können. Na, die sind gerade alle busy. Na, die sind busy gerade. Wir schauen mal. Vielleicht kommt ja noch jemand. Wir bleiben einfach noch ein bisschen im Wasser liegen. So, und ich überlege mal, was mache ich denn jetzt gleich? Also ich werde jetzt gleich zuerst mal noch was essen. Dann werde ich die Hauptstory weitermachen. Wie gesagt, heute beim Livestream gab es keine Hauptstory-Elemente und keine Sidequests. Das war mir wichtig, habe ich am Anfang des Livestreams auch erwähnt, da ich der festen Überzeugung bin, dass wirklich die ganzen Questlines wirklich selbst absolviert werden müssen. Da möchte ich keinen spoilern, das werde ich auch in der Zukunft nicht machen. Wenn ich Livestreams mache, dann ist das einfach ein bisschen rumzufaden, ein bisschen was abzubauen, mit euch einfach über das zu quatschen, was sich so getan hat. Ja? Also bei mir erfahrt ihr jetzt keine Main Story. Ja? Also falls ihr das sucht und sehen wollt, dann muss ich euch hier enttäuschen. Hier wird keiner gespoilert. So, Ayumi Franzi schreibt noch, hoffentlich kommt da kein Sonnenbrand. Ja, hoffe ich auch nicht. Das wäre schlimm. So. Falls noch jemand kommt, schreibt in den Chat rein. So, da kommt noch jemand hier. Anankin Skywonki. Noch ein neuer Name. Hier bleiben wir liegen. Vielleicht kommt noch mehr. So. Wir liegen da unten. Cyborg, du musst dich ein bisschen anders positionieren. Geh mal nach rechts oben bitte, Cyborg. Also da, wo meine Minimap ist, weißt du? Da ist noch ganz viel Platz. Da unten bist du so kopflos, weißt du? Dein Kopf sieht man da nicht. So. Enzia Tia ist auch am Start. Sehr schön. Oder? Schwimmt doch vorbei. Ich weiß es nicht. So. Ah, legt sich auch hin. Sehr schön. Boah, sehr schön. So, warte mal. Wir können vielleicht auch mal hier rumschreien. Millie, magst du mal hier vielleicht im Chat mal rumschreien? Badeparadies oder sowas? Okay. Machen wir hier. Badespaß. Kommt alle ran oder so. So. Wie gesagt, mach ein bisschen Werbung. Vielleicht kriegen wir noch mehr Leute hier rein ins Wasser. Ist ja eh schon ein bisschen warm. Also, schickt sie mal alle ran hier. Und wenn ihr noch Fragen habt, haut sie raus. Ich, zum Beispiel Lexi Litz hier hat geschrieben, wann werden die Timeseed-Punkte resettet? Gute Frage und berechtigte Frage, Lexi Litz. Geplant ist es, sobald mein neues PC-Setup steht. Wie gesagt, im Laufe der nächsten Woche kriege ich einen neuen PC, dann muss ich alles neu aufsetzen, Final Fantasy neu drauf spielen, das Aufnahmesetting muss neu aufgesetzt werden und dann im Zuge dessen werde ich auch die Timeseed-Punkte zurücksetzen. Das heißt, die Timeseed-Punkte, die ihr bis jetzt angesammelt habt, werden verfallen. Aber das habe ich auch mal angekündigt, dass alle 3 Monate ungefähr die Punkte geresettet werden. Also bitte habt Verständnis dafür. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ich nehme hier Stall an. Hier oben könnten noch ein paar Leute hin, so rechts noch 2 Leute und rechts unten noch 2 Leute und vielleicht hier unten. Also wir könnten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute gebrauchen. Falls ihr noch welche habt, holt sie ran. Dann wäre es ein perfektes Foto. So, Cyborg kriegt schon Schweißausbrüche und schreibt, oh mein Gott, nein, die Punkte. Na komm, Cyborg, du warst bis jetzt immer Platz 1, glaube ich. Oder zumindest in den Top 3, weil du immer so da fleißig am Start warst. Du wirst es verkraften und wirst sicherlich auch schnell wieder Punkte sammeln. So, und Climax hat geschrieben, eine externe Festplatte ist am sichersten, wenn auf einmal die Kiste streiken sollte. Ja, danke für die Anmerkung, habe ich natürlich auch schon mich drum gekümmert. Ich habe schon einige Festplatten voll, ich habe sogar hier, wo habe ich die? Warte mal, hier links bei meinem Schrank, kann ich auch kurz zeigen. So, da habe ich's. Zum Thema Festplatten. Climax, da. Vom Umzug, das sind allein nur Festplatten, 2 Stück. Beschriftet, alles sind YouTube-Videos und da sind die ganzen Daten drauf der letzten Jahre. Aus dem Jahr 2013 sind also die Videos hier drauf, 2015 sind hier drauf und dann habe ich noch einen eigenen Server. Der steht hier unterm Tisch und da ist auch schon alles archiviert. Also ich habe wirklich sämtliche Videos vom Jahr 2013 an und die auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht worden sind, habe ich alle archiviert. Also alles kein Problem, Climax. Sollte YouTube mal abstürzen, dann ist alles gesichert. So, was ist los hier? Jetzt wird aber voll. Da kommt noch jemand. Sehr gut.
Es werden mehr Leute. Schippert sie ran, sollen sich alle hinlegen. Mal gucken, kleiner Badespaß. Ach Gottchen, Gottchen. Ach, ist das schön, Leute. Das hat ja schon so ein bisschen was von Frohe Halde Festival. Wisst ihr noch, wo wir dann eine kleine Party gemacht haben mit der langen Schlange? Das war cool gewesen. Und das machen wir dann, glaube ich, mal hier ein kleines Badeparadies. Ist das geil. Das freut mich. So, wir verbrauchen da so viel Platz. Wer ist denn das da? Das ist hier... Wen haben wir denn da? Ah, der Sunstriker. Ja, der macht sich gemütlich. Sehr gut. So. Dann würde ich mal sagen, ich glaube, das sieht doch gut aus, oder? Lol. Was ist denn da los, Leute? Die bauen sich hier was Lustiges. Ne. Die sind ja lustig drauf. Das wird ja die lustige Linie hier. Hab ich ja gar nicht gesehen. Warum bin ich fertig? Es werden immer mehr. Komm, jetzt müssen wir aber ausrasten. So, komm. Ich spam jetzt so ein bisschen rum. Ich spam auch mit. Wir wollen jetzt das ultimative Bild machen. Das wird der Wahnsinn, Leute. Schreien. Also, ich spam ja eigentlich gar nicht, ne? Aber das ist für einen guten Zweck. Ist der Wahnsinn. Es werden immer mehr. Die müssen sich halt nur ein bisschen zentraler positionieren. Bisschen schwierig, oder? Ich glaube, ist so ein bisschen meine Schuld. Ich wusste nicht so genau, was ich schreiben sollte. Ich habe geschrieben, dass wir eine menschliche Brücke bauen. Ich glaube, das wird gerade die Brücke. Also, wir wollen doch keine Brücke bauen. Wir wollen einen Haufen machen. Nee. Sieht man ja nicht. Ich finde es auch lustig. Also, ich finde Brücke auch lustig, aber ich kann damit ja keinen Screenshot machen. Ja, warte, machen wir es so. Das ist echt schwierig. Ja, keine Ahnung, ist schwierig. Jetzt haben wir echt eine Brücke hier, ey. Hm. Wie soll ich das auch. Ja, warte, dann machen wir Reihen. Komm mit, also die im Stream gerade sind. Komm mit, wir machen jetzt hier doppelte Reihen. Wir machen eine große Brücke. Komm mal her. Das machen wir. Also, wir machen jetzt mal hier so eine doppelte Linie. Wisst ihr, was ich meine? Wir probieren es einfach. Ah, warte. Mal so. Ah, warte. Einmal. Achso, man hört mich gerade nicht. Sorry. Wir machen so eine doppelte Linie, machen wir hier. Also hier mal in einer Linie aufbauen. Vielleicht kann ich das besser als Thumbnail verwenden. Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Wenn wir das fertig haben, hier so eine doppelte Brücke haben, dann war es das gewesen. So. Und Cyborg schreibt gerade, ich glaube, sie muss sein Thumbnail anpassen. Ja, ist halt schwierig, ne? Ich meine, nicht alle gucken meinen Stream. Aber dann machen wir so eine kleine lustige Brücke hier. Na, ja, müssen wir das nächste Mal ein bisschen anders koordinieren, aber es sieht ja schon mal gut aus. Oh mein Gott. So. Haben wir da oben noch einer hin? Ja, ja, okay. Schwierig. Echt schwierig. Die menschliche Brücke. Es geht Melli auch wieder weg. Ja, okay, ich glaube, das lassen wir sein. Also zumindest Screenshot-mäßig werde ich aber zusammenfrickeln können. Ich glaube, in der Zukunft wissen wir, das wäre noch ein bisschen, ist verbesserungswürdig. Aber, nichtsdestotrotz, ich werde natürlich jetzt namentlich vorlesen, wer alles am Start war jetzt hier beim Gruppenfoto. Wen haben wir? Wir haben Lilly Sternenstaub, wir haben Enzia Tia, wir haben Nivali Rain, Melitus Lux haben wir, dann haben wir Hark Q Hendry, dann haben wir Xvis Katsuki, wen haben wir noch hier? Nelugio Akimura, dann haben wir Reik Torrent, Ayumi Franzi, dann haben wir Levenhard Cordwig, dann haben wir Shiva Tionsus. Cyborg haben wir am Start, dann haben wir Penelo Ishtar, Killer Stasia und Gizzard, ganz am Ende der Brücke der Pfeiler. Und noch Ventus Riva. Ja, ich glaube, das sollte passen soweit. Ich glaube, damit kann ich was anfangen. Ich bin glücklich damit. Ich hoffe ihr auch. So, dann würde ich sagen, wir werden dieses Badespaßparadies jetzt mal hier beenden. Ich werde mal ranzoomen, ich weiß gar nicht. Kann man auch winken, wenn man schwimmt? Oder, ja, man kann auch winken, wenn man schwimmt. Das geht ja auch sogar. Ja.
dann würden wir sagen, das war es gewesen. Das war der heutige Livestream, ein Tag nach dem Release von Final Fantasy 14 Stormblood. Ich freue mich wirklich auf weitere Abenteuer mit euch zusammen. Ich hoffe, der Livestream hat euch ein bisschen Spaß gemacht, um euch up to date zu bekommen und um sich mal ein bisschen auszutauschen. Dann sage ich mal, das war es gewesen. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Abend. Genießt die Zeit und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal zu einem weiteren Livestream in der Zukunft. Und wie gesagt, ab dem 20.06.2017 werdet ihr die einzelnen Folgen der Jobklassen von mir auf meinem YouTube-Kanal C-Movie präsentiert bekommen. So, dann sage ich mal Dankeschön an Mellitus Lux, dass du wieder dabei warst. Schön. Und natürlich auch noch ferne Grüße an die Jelly, die leider Internetprobleme hatte. Aber wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Euer Sirena Lewis. Daumen hoch. Wir sehen uns. Bis dann.